Hallo, ich habe mir in den letzten Tagen sehr viel Gedanken gemacht zu den Themen Wertschätzung und auch Nachhaltigkeit. Und ich war am Donnerstagabend mit meiner kleinen Tochter Greta im Kino. Und als Vorschau kam unter anderem eine Vorschau über eine Dokumentation, die sich mit dem Klimawandel beschäftigt. Und ja, da wurde sehr eindrücklich gezeigt, was das so für die nächsten Generationen für Folgen haben wird. Und meine kleine Tochter drückte dann meine Hand und die ist jetzt 8 Jahre, die Greta, und sagte nur: Mama, das ist ja dann schon, sind ja dann schon meine Kinder. Und ja, mich hat das sehr beschäftigt in den letzten Stunden, was sie da so gesagt hat. Weil es ist ja tatsächlich so, dass die nächsten Generationen die Rechnung für unser Verhalten bezahlen müssen. Und dann habe ich mich so gefragt, warum ist das so? Warum leben wir so oft ja wortwörtlich nach dem Motto nach mir die Sintflut? Warum tun wir das? Warum engagieren wir uns auch so wenig? Warum protestieren wir so wenig? Warum schreien wir nicht auf? Warum tun wir einfach nichts? Was ist das? Ist das Gleichgültigkeit? Ist das Ohnmacht? Ist das Hilflosigkeit? Was sind das für Beweggründe? Und warum ist das auch so, dass im menschlichen Miteinander, warum gibt es so wenig Wertschätzung? Also das ist auch was, was mich so sehr beschäftigt in der letzten Zeit. Warum können wir nicht einfach mal das, was gut ist, wirklich von anderen wertschätzen? Und meine Tochter fragte mich dann auch: Mensch, was kann man denn tun? Und natürlich können wir jetzt keinen Trump dazu bewegen, doch am Klimaabkommen sich zu beteiligen. Wir können auch nicht den nächsten Eisberg unmittelbar davor beschützen, dass er schmilzt. Aber was wir tun können, ist wirklich bei uns hier vor Ort, vor der eigenen Haustür anzufangen und wirklich dafür zu sorgen, dass sich was verändert. Und das ist auch mit ein Grund, warum mein Kollege Jan Reuter und ich die Aktion Daumen hoch für meine Apotheke vor Ort ins Leben gerufen haben. Einfach mal Wertschätzung zeigen, ja, für das, was andere für uns leisten. Und auch zu verhindern, dass wirklich gut funktionierende Strukturen, die wir in der Region noch haben, die funktionieren, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass es in deiner Region wirklich, dass du gut versorgt bist, dass da eine gute Struktur herrscht, dass wir das einfach zerstören, ohne uns Gedanken zu machen, was das für die nachfolgenden Generationen bedeutet. Warum wollen wir die Qualität unserer Arzneimittelversorgung tatsächlich schmälern? Warum? Ich habe immer so den Eindruck, die Politik und auch die Wirtschaft, die reden uns ja gerne immer Dinge ein. Es wird dann billiger, es wird viel angenehmer, es wird bequemer, es wird toller. Aber wird es das wirklich? Ist das zu Ende gedacht? Also ist es wirklich so zu Ende gedacht, dass sich für die nachfolgenden Generationen keine Nachteile ergeben? Das bezweifle ich ganz stark, weil im Endeffekt sind es dann doch große Firmen, die die Rendite daraus haben. Es sind doch die Politiker, die sich irgendwelche Vorteile durch Lobbyismus erhoffen. Also ich glaube, zu Ende gedacht ist es nicht. Und wenn du deine Strukturen für Ort erhalten möchtest, wenn du möchtest, dass deine Gesundheit wirklich ein Heimspiel bleibt, weil ich denke mal, Gesundheit ist eins unserer Hauptthemen, ist eins unserer Hauptpfeiler, weil ohne Gesundheit ist alles nichts. Und deswegen ist das auch ein Thema, was dich bewegen und beschäftigen sollte, auch wenn du gesund bist, weil sei froh darüber, wer weiß, wie lange das so bleibt. Und in meiner täglichen Arbeit habe ich auch Kontakt zu Menschen, die mir ganz klar sagen: Bevor ich krank wurde, habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, aber jetzt ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und wenn du dann deine regionalen Ansprechpartner nicht mehr hast, wenn da niemand mehr ist, wenn ja, du auch das, deine Gesundheit anonym im Internet regeln musst, weil man dir eingeredet hat, kurzfristig, du könntest das vielleicht alles ein bisschen billiger haben. Ja, gut, okay. Man muss sich halt über seine Konsequenzen, über die Konsequenzen seines eigenen Handelns wirklich bewusst sein. Ja, und wenn das, ja, wenn das dein Wille ist, dass das so sein soll, okay. Auf der anderen Seite sage ich mir, du hast es aber auch in der Hand. Du hast deine Füße sind ein Stimmzettel, dein Kassenbon ist ein Stimmzettel. Du kannst mitbestimmen, wie es laufen soll. Und ja, wenn du Lust hast und Spaß dran hast, einfach, sag ich mal, den Menschen, die dir vielleicht mal geholfen haben oder
ja, die für dich da waren, Wertschätzung zu zollen und sagst, okay, das finde ich cool. Oder wenn du sagst, ich möchte auch, dass meine regionalen Strukturen vor Ort erhalten bleiben. Das ist mir wichtig, auch für meine Kinder oder für die nachfolgenden Generationen. Ich möchte nicht, dass das alles ausblutet und dass wir immer anonymer werden. Dann freuen Jan und ich uns extrem, wenn du unsere Aktion unterstützt, indem du ein kurzes Video machst, ein Foto postest, ein Zweizeiler, egal wie. Der Kreativität sind absolut keine Grenzen gesetzt. Ja, und das kombinierst mit dem Hashtag Daumen hoch für meine Apotheke vor Ort. Ja, ich freue mich drüber, wenn wir was bewegen können, wenn wir was auf die Beine stellen können, weil, wie gesagt, für mich zählt jeder kleine Schritt und ich möchte einfach meinen Kindern später sagen können, hey, ich habe was gemacht, ich habe es versucht, ich habe mich engagiert und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. In diesem Sinne, alles Liebe, deine Ann-Kathrin.